Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hogwarts Legacy. Mein Name ist Dr. Skill und wir springen direkt wieder rein in die Story. Unverschämt! So leicht gebe ich nicht auf! Protego! Ich krieg dich! Expelliarmus! Pringo! Niemand erledigt einen von uns! Ich werde dir das Leben nehmen, bevor du begreifst. Na, da war aber schnell wieder raus. Der wildere Henker ist ein bisschen. Hat ein bisschen mehr drauf, ne? So. Wir haben keine Zeit, wir müssen sie befreien, bevor noch mehr kommen! Gute Idee. Mein Fehler. So. Ist ja so, oder? Nicht so? Doch so. Das war keine gute Idee. Das finden wir dann wohl raus. Hier lang. Na, nicht schlecht. Und wir haben ein Drachenei. Das Highlight. Sehr, sehr spannend. Kann man, glaube ich, gar nicht anders sagen. Das war ein schwarzer Hybride. Das Ei in unserem Besitz gehört wohl dem Drachen. Sie wusste sicher nicht, dass sie es hatten. Ansonsten wäre sie nie gegangen. Was jetzt? Sie hat uns ja keine Einladung gegeben. Ich weiß es nicht. Heute kam alles anders als erwartet. Erst die Kobolde, dann der Kampfring. Und ein Drachenei ist das Letzte, mit dem ich gerechnet hatte. Und die Wilderer haben uns gesehen. Das ist nicht gut. Sollten wir Ärger von den Wilderern erwarten? Nachdem sie Ärger mit uns hatten? Wir sollten davon ausgehen. Die sind nicht gerade nachsichtig. Leider hast du aufgrund unserer Taten jetzt eine noch größere Zielscheibe auf dem Rücken als vorher. Da das Drachenweibchen weggeflogen ist, können wir das Ei behalten? Besser wir als die Wilderer, zumindest vorerst. Aber ich finde nicht, dass wir es dauerhaft behalten sollten. Vor Professor Weasley können wir es jedenfalls nicht ewig verstecken. Na, stimmt. Herumstehen hilft uns auch nicht. Bringen wir uns in Sicherheit, dann besprechen wir alles. Stimmt. Wenn die Wilderer etwas können, dann ihre Beute aufspüren. Und im Moment sind das wir. Gut. Pass auf, ja? Wir sehen uns dann später im Schloss. In meinen Augen ein sehr cooler Auftrag. Los! Komm schon, Wolkenschwinge! Oh mein. Ah ja, tatsächlich, das waren genau die hier unten, ne? Hier ist das alles eskaliert. Es wird Zeit, dass sie den Verwandlungszauber lernen.
Nachdem sie die nötigen Aufgaben erfüllt haben, die nützlich sein werden, um ihr Handbuch zu vervollständigen, besuchen sie meinen Okay. Ich würde nur einmal nebenbei nach dem nächsten Auftrag schauen. Weil wir sollten ja noch nach den drei Besen und dann hätte ich mir das mal angemacht, damit wir dahin fliegen. Danach besprechen wir ihren bisherigen Fortschritt. Gut, das war nochmal ein spannendes Gespräch. War cool. Wir haben gerade ein Drachenei in unserem Besitz. Ist leider doch so, dass wir es nicht auf Ewigkeit behalten werden können. Aber ich finde es trotzdem ganz cool. Manchmal sind es ja auch die Kleinigkeiten, über die wir uns freuen. So. Müsste eigentlich gleich hier diese Wand kommen. Ja, genau. Oh mal. Ich glaube, am einfachsten ist es, wenn wir hier so ein bisschen rumfliegen und dabei landen. Ah, so. Weil sonst wird immer wieder so abgebrochen. So. Perfekt. Den Rest können wir hier zu Fuß schnell drüber hüpfen. Dann reden wir schnell mit ihr an den drei Besen. Ja, der eine Zauber, der war schon ein bisschen fraglich, ne? Den Schmerzen, ich wollte ihn jetzt auf jeden Fall mal ausprobieren, vor allem gegen die Wilderer. Müssen wir ja, glaube ich, kein schlechtes Gewissen haben. Na, spannend. Ich bin interessant, ich bin interessiert, wie es weitergehen wird. Wir haben ja nochmal so zwei von diesen grünen Zaubern. Schön, dass ich... Ach, hätte ich bloß den Mut in... Oh, hier gibt es wohl einiges zu tun. Hallo, Sirona. Danke für die Eule. Wie geht es Ihnen? Ah, hallo. Haben Sie Lodgok gefunden? Das habe ich, danke. Wir haben uns nett unterhalten. Er lässt grüßen. Das freut mich. Ich werde nicht nach weiteren Einzelheiten fragen. Und ich werde Sie nicht erneut ermahnen, vorsichtig zu sein. Aber bitte seien Sie's, was immer Sie auch vorhaben. Ich, natürlich. Sie haben erwähnt, dass Sie Hilfe bei etwas brauchen. Das stimmt. Ich dachte, Sie wären genau die richtige Person, um meiner Freundin Dorothy Sprottle in Upper Hawksfield zu helfen. Ich glaube, ich kenne Mrs. Sprottle noch nicht. Sie ist reizend. Ihr verstorbener Mann Aiden war ein Freund meines Vaters. Ich habe bei Dot und Aiden gewohnt, wenn ich hier im Sommer als Schülerin gekellnert habe. Seit Aidens Tod habe ich sie einige Male gesehen, aber hier war zuletzt so viel los, dass ich nicht besonders aufmerksam war. Ob Sie wohl bei ihr vorbeischauen könnten? Sie braucht vielleicht Hilfe beim Sammeln einiger Zutaten für den Mega-Power-Trank. Und Sie könnten dabei auch etwas für mich wiederfinden. Eine Schachtel mit alten Briefen und derlei. Warum haben Mr. und Mrs. Sprottle ihre Briefe noch nach so langer Zeit? Dort fand sie beim Ausräumen eines Schranks. Einige der wenigen, die ich hatte, als ich jung war. Ich weiß gar nicht, was genau in der Schachtel ist. Sicher furchtbar dramatisch. Geschichten einer jungen Hexe und ihrer Freunde. Sie dürfen ruhig hineinsehen, wenn Sie sie finden. Ich kann mir vorstellen, dass sie einige schöne Erinnerungen enthält. Warum hat Mrs. Brottle einen Vorrat an Megapower-Tränken? Dort ist eine geschickte Trankmeisterin. Sie versorgt reisende Händler mit dem Megapower-Trank. Eine gewöhnliche Vorsichtsmaßnahme, die leider zur Notwendigkeit wurde, seit Ranrocks Anhänger die Handelswege stören. Ich werde versuchen, bei ihr vorbeizuschauen. Das würde mir wirklich viel bedeuten. Und Dorothy sicher auch. Aiden wollte mir die Briefe bringen, als er krank wurde. Dot weiß, wo er sie verloren haben könnte. Sie finden das Dorf nördlich von Hogsmeade. Bitte grüßen Sie Dot von mir. Ja. Wenn wir schon mal hier sind, können wir auch gleich mit ihr reden. Entschuldigung, haben Sie etwas gesagt? Oh, hallo. Ich rede mit mir selbst. Ich bin Clementine. Willardsee. Freut mich. Ich habe über die Schmetterlinge in der Nähe des Waldrandes nachgedacht. Immer wenn ich mich ihnen nähere, fliegen sie hinein.
Als ich in Hogwarts war, war es uns wirklich verboten, den Wald zu betreten. Man erzählte schreckliche Geschichten darüber. Seitdem habe ich eine irrational starke Angst davor. Es ist albern, aber ich bin wirklich neugierig darauf, wo die Schmetterlinge im Wald hinfliegen. Kannst du das eventuell herausfinden? Ich soll den Schmetterlingen folgen? Genau, wenn es dir nichts ausmacht. Was waren das für schreckliche Geschichten über den verbotenen Wald? Du meine Güte, alles von Schülern, die auf mysteriöse Weise enthauptet werden, bis hin zu Spinnenhöhlen. Uah. Glaub mir, wenn du das mit 11 Jahren hörst, prägt sich das ein. Also gut. Wenn ich Zeit finde, werde ich es versuchen. Oh, wie nett. Schüler haben heutzutage so viel mehr Mut, als ich jemals hatte. Normalerweise findest du mich hier in der Gegend. Bis bald, hoffe ich. Ja. Nicht vergessen. Dinge scheinen sich immer am Rande des verbotenen Waldes aufzuhalten. Viel Glück! Dabei weiß ich nicht, dass es die Quest ist, die wir als erstes machen wollen, oder? Mal kurz in das Auftragstagebuch. Da müssen wir mal schauen, da kriegen wir noch Lumara 2 und 3, da können wir alle Sachen machen. Wäre auch mal interessant. Mit Dick müssen wir auch noch reden. Schauen wir mal, wo ist denn das Upper Huxfield? Huxfield, also ich bin ja auch wieder. Gut. Da können wir uns auf jeden Fall mal hinbewegen. 500 Schritte, das ist jetzt nicht so weit. So. Ich glaube, hier haben wir doch mal. Ja, hier haben wir gegen den Troll gekämpft. War auch sehr interessant. In meinen Augen. War ein netter Kampf. Habe ich glaube immer noch hier mit L2 und dann immer mit rechter RR-Taste gedrückt, dass ich ziele und treffe. Da wusste ich noch nicht, dass es doch leichter ist. So, kann man hier schon. Nee, wir können doch keine Flugtiere benutzen. Flugverbotszone. Ah, gleich ist er vorbei. Normalerweise der Zaun, ne? So, jetzt. So. Perfekt. Ein Schloss? So. Das muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Ah, da sind wir gerade einfach vorbeigeflogen. So, hier ist das Gute. Ah, Upper Huxfield. Wo ist jetzt Mrs. Super. Sprottle? Die ist hier. Schade, dass Bardolf dachte, schwarze Magie sei die Antwort. Rockwood hatte wohl irgendetwas mit seinem Verschwinden zu tun. Ah, verdammt. Was nehmen wir? Bardolf Beaumont ist noch nicht zurück. Wurde wohl von schwarzen Magiern erwischt. Verzeihung, haben Sie gerade Bardolf Beaumont erwähnt? Ja, ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Dorothy Sprottle. Ich sorge mich nur um Claire Beaumonts Bruder Bardolf, denn er ist verschwunden. Er wurde im Wald gesehen, wie er schwarze Magie praktizierte. Ich selbst sah ihn in der Nähe einiger Ruinen mit Rockwoods Leuten. Ich fürchte, er hat Ärger mit den Erschwinderinnen, vor allem wenn er Versprechen machte, die er nicht halten konnte. Ich würde selbst bei der Suche helfen, aber niemand will riskieren, auf Renrocks Anhänger zu treffen. Sie scheinen überall zu sein. Könnte Bardolf nicht einfach davongelaufen sein? Nein. Bardolf hat den Laden sein ganzes Leben lang mit Claire geführt. Er würde ihn für nichts aufgeben. Er hat geschworen, in 2 Wochen zurückzukommen. Mein Gefühl sagt mir, er wird festgehalten oder Schlimmeres. Warum sollte Bardolf sich mit den Erschwinderinnen einlassen? Oh, er geriet mit Renrocks Anhängern aneinander. Das hat ihn verändert. Er wollte sich nie wieder machtlos fühlen. Ich glaube, er hat die Erschwinderinnen aufgesucht, um ihre Geheimnisse zu erfahren.
Victor Rockwood zumindest scheint immun gegen Renrocks Anhänger zu sein. Ich kann gern nach ihm suchen. Jede Hilfe ist gern gesehen. Sie könnten zuerst mit Claire sprechen. Vielleicht weiß sie etwas, das ich nicht weiß. Bardolph wurde zuletzt im Wald gesehen und trug dabei einen ganz bestimmten Wollpullover. Einen, den Claire selbst gestrickt hat. Naja. Claire wird in ihrem Laden sein, wenn Sie mit ihr reden wollen. Werden wir machen. Aber mit Blick auf die Uhr bedanke ich mich wieder bei euch recht herzlich fürs Zuschauen dieser Folge. Schaltet doch gerne morgen wieder ein. Bis dahin. Ciao, ciao.